Moin Leute, wir stehen hier wieder bei mir in der Garage. Ich filme auf die Anlage, ihr wisst, was das heißt. Es geht wieder zur Party. Diesmal aber leider in der Indoor. Wir haben eigentlich super wunderschönes Wetter draußen. Aber ja, haben uns jetzt zu einer Indoor verteufelt sozusagen. Das wird dann quasi mit Schrotflinten auf Spatzen schießen heute. Ihr werdet es nachher sehen. Wirklich kleiner Raum. Ich habe schon mal grob einmal alles hingestellt. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Wer die Videos kennt, die neuen LBHs werden hoffentlich Hammer reinhauen heute. Neuheiten haben wir hier noch einmal in dem Rack und das Rack selber, werde ich nachher auch mal kurz drauf eingehen. Haben wir jetzt ein Mischpult fest verbaut und gleichzeitig einen super geilen DJ-Tisch. Ja, das soweit dazu. Eine Neuerung ist noch der T4, der da steht. Dichter rangehen darf ich jetzt nicht aus rechtlichen Gründen, aber ja, der gehört jetzt auch zur Party, zum Party-Equipment und ja, da nochmal die Deko, die wird heute auch hoffentlich schön zur Geltung kommen und ja, sehen wir uns wie immer gleich in der Location. Ja, hier sind wir nur angekommen an der Location, zumindest von außen. Lage eigentlich auch wieder sehr geil hier, direkt am Fußballplatz. Den Platz haben wir auch schon Bescheid, aber ihr könnt euch vorstellen, der war natürlich auch sehr schnell Sabbat, zwecks Polizei. Ja, hier nochmal der tolle Partybus. Vollgeräumt bis oben hin. Ja. Hier haben wir dann halt den Outdoor-Bereich. So, dann gehen wir mal rein. Bitte nicht erschrecken. Tja, 25 Quadratmeter zum kompletten Ausrasten hier. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, mit den LBHs kann das eigentlich nur böse werden. Da wird noch freigeräumt. Hier in die Ecke kommen wir natürlich hin. DJ-Tisch wird hier nachher aufgebaut. Der ist auch ziemlich groß, also die können eigentlich auch weg. Ja. Dann wollen wir uns mal langsam ranmachen, ne? Die Bude ein bisschen aufzuhübschen. So, ich wollte noch mal schnell den DJ-Tisch zeigen, bevor der gleich komplett zugestellt wird von den Subwoofern. Der ist das gute Stück. Habe ich wie immer auch bei Kleinanzeigen Schnäpper gemacht mit 110 Euro. Und da haben wir auch das neu bestückte Mischpult. Diesmal ein 5-Kanal, wieder MacTripped, aber endlich mit XLR-Ausgängen. Das war mir sehr wichtig. Und habe noch mal separat quasi ein integrierte Soundkarte hier über USB und ja, erfüllt seinen Job auf jeden Fall. Was richtig gut ist, ich hätte nochmal einen separaten Ausgang für einen Subwoofer hier mit Frequenzweiche. Auch eine tolle Geschichte, wenn man mal keine Frequenzweiche zur Hand hat. Ja, das soweit. So, dann will ich euch wie immer nochmal wieder die Signalstrecke zeigen, die sich jetzt ja leicht geändert hat, da wir nun endlich mit XLR aus dem Pult rausgehen können. Quasi symmetrisch und auch wieder bisschen dem Rauschen entgegenwirken. Gehen wir durch die tolle Führung raus. Ja, hier von hinten in die CX2310 Behringer Frequenzweiche. Und ja, von da wird es natürlich aufgeteilt auf Tiefton, Mittel- und Hochton. Und das macht jetzt natürlich alles die TSA 4-1300. Da haben wir hier quasi ein Mono-Sub-Signal, was er uns auf A und B raushaut. Und hier unten das Stereo-Signal für die Tops. Hier die Kabellage, 2,5 Quadrat, geht dann nach vorne an die, ans Panel, ne, zum Anschließen. Ja, und Reloop ist jetzt noch drin geblieben, so ein bisschen als Notgroschen, sage ich mal. Ne? Falls alle Stränge reißen, dass man wenigstens noch eine gute alte Netzteilendstufe drin hat. Ja Leute, da sind wir wieder zurück im Raum und ja, was soll ich mal wieder sagen, es ist soweit angerichtet. Wir sehen, die DJ-Ecke ist komplett vorgestellt mit den beiden LBHs und dem passenden DJ-Tisch dazu. Ja, da stehen die beiden Tops. Hier nochmal eine schöne Ansicht auf den tollen DJ-Tisch. Da kommt der zweite DJ, der kommt im Verlauf des Abends erst. Wir sind ja noch am Aufbauen. Hier steht soweit schon mein Equipment. Da unten haben wir das Amp-Rack. Übrigens, die Tops laufen auf Viertelleistung und die Subs auf Hälfte und das reicht mehr als aus. Also das ist wirklich Wahnsinn. LBHs haben natürlich sehr leichtes Spielen im Miniraum. Ja, UV-mäßig haben wir jetzt hier einfach alles wild durchgemixt mit der Deko. Hier ist auch schon wieder abgegangen gerade. Dann haben wir hier einmal Spandex-Stoff. Schön flexibel und halt UV-aktiv, sage ich mal so. Ja, überall so ein paar Kleinigkeiten. Jetzt warten wir halt nur noch drauf, dass es komplett dunkel wird und alles zur Wirkung kommt. Ich kann ja mal Licht ausschalten. Ja, kommt leider auf dem Handy gar nicht so rüber. Ja, hier nochmal der Laser.
kann ich nur dazu sagen, ist alles hier private Nutzung. Also zu dem Thema sage ich wie immer nichts. Ja, dann werden wir mal Schub machen, würde ich sagen. Und hier sind wir nun zurück beim wirklich unschönsten Part an jeder Party. Das Aufräumen und Abbauen. Ja. Eine Scheiße, wie immer. Bin der Erste schon. Hab mir nochmal die Technik angeschaut, ob alles noch funktioniert, alles überlebt hat. Und ja, was soll ich sagen? Bin mehr als zufrieden mit der TSA. Hat wirklich jederzeit einen derartigen Punch rausgehauen, dass es einem wirklich die Schlippe auszieht. Sehr geil, hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Lautstärke ging nachher auch so hoch, dass man jederzeit dachte, na, packt das die Anlage? Habe ich vielleicht doch ein bisschen zu laut gedreht, weil ich dann halt auch immer gerne selber auf die Tanzfläche gehe und wir hatten ja auch verschiedene DJs. Ja, hab auf den Punch gewartet, dachte, na, wird's zu doll? Und nee, es hat dann einfach jedes Mal aus den Socken gehauen. Ob das wirklich noch eine gute Bassqualität nachher hatte, kann ich nicht sagen, aber es hat zumindest einen Spaß gemacht und wirklich Druck reingebracht. Ist natürlich klar, dass sie dann wirklich im Volllastbereich nicht mehr so präzise spielen und wabbelig werden, sage ich mal. Aber das hat absolut nicht interessiert. Wie gesagt, der ganze Raum wurde eigentlich zum Subwoofer, sage ich mal so. Ja, wie gesagt, sehr geil. Funktioniert noch alles. Auch die Tops gefallen mir jedes Mal wieder sehr gut. Finde es immer schade, wenn sich viele über Behringer aufregen. Ist oft zu Unrecht, muss ich sagen. Also für unsere Zwecke mehr als ausreichend. Und ich sag mal, wir verdienen damit auch kein Geld und nichts. Es ist einfach nur für uns Mucke und ja. Ist immer doof, wenn da, weiß nicht, irgendwelche Leute kommentieren, die irgendwo die Ferraris in der Garage zu stehen haben. Von ihrem Chef, sag ich mal so, ne? Das ist alles mein Kram hier und ja,
für uns zum Spaß da und mehr nicht. Also, ja. Da reicht quasi auch der Golf. Muss kein Ferrari sein. Ja. Ich bin auch noch ein bisschen fertig, muss ich ehrlich sagen. Gut. Das soweit dazu nochmal.